Hallo ihr Lieben, ich bin Sayobe und ich möchte euch hier meinen aktuellen Projektplan vorstellen, denn der letzte ist mittlerweile nicht mehr ganz so aktuell, beziehungsweise bald auch nicht mehr. Und gleichzeitig ein paar Infos zu, was ist geplant, was kommt, was geht und so weiter machen. Ja. Als allererstes, ihr seht es wahrscheinlich schon mit einem kleinen traurigen Auge, Rios ist vorläufig nicht mehr auf der Liste der aktuellen Projekte. Ich habe es nicht eingestampft, ich habe es pausiert. Der Grund dafür ist ganz einfach. Die aktuellen Aufnahmezeiten sind da im Moment jetzt immer die 120 Minuten Spiele, welche ich aber ganz gerne immer an einem Stück aufnehmen möchte, wenn dann, weil ich sonst immer so rauskomme. Dann weiß ich nicht, wo welche Mine zu setzen ist, wo welche Pflanze, wo welches Tier und was ich geplant habe und so weiter und so fort. Und da möchte ich gerne den Fluss nicht verlieren. Das heißt, ich möchte dann, wenn dann, alles in einem Stück aufnehmen, dann in Etappen natürlich hochladen. Aber das ist mir im Moment nicht möglich, weil ich habe abends immer nur ein ganz kleines Zeitfenster, um irgendwelche Aufnahmen zu machen. Tagsüber geht gar nicht durch meine beiden Jungs. Und ja, deswegen habe ich es erstmal pausiert. Sollte ich zwischendurch die Zeit dazu finden, werde ich auch dazu aufnehmen und es dann einfach mal so außer der Reihe hochladen. Völlig ungeplant. Also es wird auf jeden Fall noch was kommen, aber eben wie gesagt nicht regelmäßig. Bitte verzeiht es mir. Ja, als weiteres. Walking Dead ist dead. Nein, nicht dead, aber wir sind in Episode 5 angekommen. Staffel 1 habe ich abgedreht mit einem sehr traurigen Auge. Wer es nicht kennt, guckt es euch an. Staffelfinale kommt am. Muss ich überlegen, morgen kommt. Das eine kommt am Montag. Ja. Ah, am Montag? Am Montag? Ja, Montag. Ja, Montag. Montag. Nein, ich habe keinen Wochenplan, aber ich weiß, an welchen Tagen was kommt, so ungefähr. Ja, gut. Des Weiteren, Sims 3. Die Einhard Baby Challenge läuft natürlich weiter. Tracy hat jetzt immer noch oder wieder, wie auch immer, fünf Kinder mit Jonathan zusammen. Die Zwillinge, Adrian und Anna und die Drillinge, Ben, Bastian und Bill, welche mittlerweile auch Kleinkinder sind und es ist nach wie vor anstrengend. Das Haus wurde etwas erweitert, aber schaut selber rein. Welch ein Chaos, eine fröhliche Kinderschar doch bereiten kann. Zumal in Kürze die Planung für Kind Nummer 6 ansteht, denn es soll ja weitergehen in Richtung 100. Von daher, ja. Und wer möchte nicht 100 Babys bekommen? Ja, als weiteres Dragon Age. Vielleicht mitbekommen, die Folgen habe ich jetzt immer aufs Wochenende gelegt. Ich versuche immer auf zwei Stück die Woche zu kommen. Wenn es nicht klappt, tut es mir leid, aber dann, wie gesagt, dann ist durch RL-Zeugs und durch Familie, meine Kids und so, irgendwas dazwischen gekommen. So wie letzte Woche auch mit Krankheit hier und da, bla bla blub. Von daher, verzeiht es bitte. Aber in der Regel versuche ich es einzuhalten. Geht weiter, wir sind da in Lothering unterwegs. Jetzt die nächsten beiden Folgen noch. Und dann geht's weiter ins nächste Gebiet. Ich werde aber noch nicht sagen, welches es sein wird, sondern lasst euch einfach überraschen. In dem Sinne, schaut rein. Ja, dann als weiteres. Das neue Projekt, Plague Inc. Evolved, welches ja doch ein bisschen eingeschlagen hat, mehr als ich erwartet hatte, aber denn doch ein bisschen abgeflaut ist, was mich persönlich auch nicht so stört, weil so ein Hype möchte ich jetzt auch nicht drum machen. Von daher, ich finde, es ist ein tolles Spiel, auf jeden Fall, macht mir sehr viel Spaß. Aber nach dem letzten Update musste ich dann doch feststellen, dass man auf einfach nicht mehr so einfach weit kommt, sondern auf normal spielen muss, um weitere Version freizuschalten und deswegen knapper ich noch ein bisschen an der normalen Version von Bakterium. Und deswegen kam bisher auch noch kein Virenspiel. Aber ich hoffe, es klappt diesen Freitag, denn da kommt die nächste Folge mit Bakterium auf normal. Mit den Tipps, die ich von euch bekommen habe. Vielen Dank dafür. Und ja, schaut selber rein, wie gut oder schlecht ich mich dabei diesmal angestellt habe. Als weiteres eine neue Rubrik. Ich habe sie schon jetzt mit zwei Folgen gestartet. Und zwar Let's Test Multiplayer Online-Rollenspiele. Ich habe da einfach Bock drauf, weil ich mache diese Spiele sehr gerne. Ich habe jahrelang eins gespielt. Ja, ich kann es ja sagen, WoW. Ja. Hatte auch schon mal im Kopf darüber was zu machen, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht mit der Erweiterung, die jetzt bald irgendwann Ende des Jahres kommt. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, was machst du? So ein paar Let's Plays zu diesen Dingern, die sind ja schon ein bisschen monströs, weil es sind ja schon ein paar Level, die man dann da hinter sich bringt und ja, von daher habe ich mir gedacht, gut, dann machst du einen Let's Test, machst eine neue Rubrik,
Das eine oder andere schaust du ein bisschen rein, wie es einem gefällt. Und nein, vielleicht wird aus dem einen oder anderen doch mal irgendwie mehr. Man wird sich sehen, wie wir uns denn annähern in dem Sinne. Aber ja, aktuell Elder Scrolls Online, die letzte Beta. Also wirklich Stand letzte Beta von jetzt vom Wochenende vom. Jetzt lass mich kurz auf den Kalender gucken. So, 15. 16. März, also wirklich brandaktuell quasi. Kurz vor Release. Kommt alle 2 Tage, damit ich. Es sind nur 6 Folgen, aber die kommen alle 2 Tage, damit ich sie bis zum offiziellen Release auch rausgebracht habe. Was bringt nichts, wenn ich Beta-Folgen dann bringe, wenn in 8 Wochen das normale Spiel schon volle Gange ist. Von daher so oft. Danach kommt ein weiteres Let's-Test, welches ich derzeit auch schon am Drehen bin, am Aufnehmen. Das wird. Lasst euch überraschen, welches es sein wird. Ist auch noch nicht so alt. Ja, dann. Ja, Walking Dead, wie gesagt, ist zu Ende. Was kommt danach? Die große Frage. Da bekommt eine Lücke, eine klaffende Lücke in unserem Projektplan. Ja, danach kommt ein. Normalerweise auf jeden Fall eine kleine Mini-Erweiterung von The Walking Dead Staffel 1. Und zwar, ich glaube, es heißt 400 Tage. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Also auch genauso blind wie das Walking Dead. Aber ich brauche eine kurze Pause von The Walking Dead, weil es war wirklich traurig und ich muss jetzt erstmal meine Gefühlsduselei ein bisschen sacken lassen. Apropos Gefühlsduselei, wenn ihr euch das Ende von Walking Dead anguckt, die letzte Folge, guckt wirklich bis zum Ende, guckt euch den Abspann an, denn ich kann euch sagen, nach dem Abspann kommt noch was. Ja, nicht lange, aber es kommt noch was. Also guckt den Abspann an und zumal die Musik ist auch gut. Ja, wie gesagt, zum neuen Projekt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein kleines Projekt. Das sind, glaube ich, 6, 7 oder 8 Folgen. Auch mit einem Zombie-Spiel, also aus demselben Genre, aber kein Point-and-Click. Von daher lasst euch überraschen. Ein kleines Zwischendurchding quasi. Und danach geht es dann weiter mit 400 Tage Walking Dead. Dieses kleine Zwischendurchding werde ich allerdings nicht zweimal die Woche bringen, sowieso Walking Dead. Sondern nur einmal die Woche. Was bedeutet, dass wiederum ein weiterer Projekt-Spot, kann man das so sagen, ja, frei ist. Und den werde ich, habe ich mir überlegt, womit füllst du ihn? Was Neues? Nee, willst du nicht, wird zu viel. Nein, ich werde einfach statt zweimal die Woche, dann dreimal die Woche Sims 3 bringen. Probieren wir mal aus, wie es euch gefällt, wie es mir gefällt. Und zumindest solange dieses kleine Nebenprojekt dann läuft, als Nachfolger von The Walking Dead läuft Sims 3 dann dreimal die Woche. Also, muss ich kurz überlegen, das kommt dann donnerstags, dann müsste es montags, mittwochs und samstags sein. Das sind doch super Tage für Sims 3 zu gucken. Und dann kriegen wir auch die 1,5 Baby-Challenge ein bisschen voran, denn wir haben ja nur noch bis Herbst. Denn im Herbst kommt ja Sims 4, da will ja keiner mehr Sims 3, oder? Sims 3 gucken wir denn. Ist noch ein bisschen hin. Gut. Als letztes, ja, die Together-Projekte laufen auch nach wie vor. Denn wir haben, auch wenn Walking Dead zu Ende ist, wir haben immer noch The Walking Dead, und zwar die Badly Edition, wer es noch nicht mitbekommen hat. Schaut rein, da geht es darum, den Lee so böse wie möglich zu spielen. Wobei, wenn man das Ende kennt, dann geht das gar nicht. Aber egal, so böse wie möglich, so mies wie möglich, so sowieso wie möglich. Auf jeden Fall, ja. Das ist das. Und das mache ich mit Dagomi 82 zusammen. Als kleines Together-Projekt. Dann als zweites habe ich immer noch im Laufe Starbound mit Lelancha. Ist jetzt ein paar Mal ausgefallen, wegen Krankheit. Kids und Stuff und weiß ich was. Genauso wie das Walking Dead Badly Edition auch jetzt ein bisschen ausgefallen ist. Nehmt es mir nicht übel, aber manchmal geht es einfach nicht anders. Und ja, Starbound sind wir mittlerweile bei den. Wir sind kurz davor, die Gamma-Planeten zu erreichen. Ich glaube, in den aktuellen Aufnahmen noch nicht. Also aufgenommen sind schon Gamma-Planeten. Aber guckt euch selber an. Immer im Wechsel. Eine Folge bei mir, eine Folge bei der Lancia, damit ihr nichts verpasst. Ja, und als drittes, mein Multiplayer-RPG, Neverwinter Nights 2 Mask of the Betrayer, die erste Erweiterung, mit Grober Unfug-LP zusammen. Nicht wundern, er hat sich umbenannt, von Hirnspaß in Grober Unfug-LP, deswegen neuer Name und so weiter. Aber auch das geht weiter. Im Moment auch ein bisschen langsamer, weil wir ein bisschen Aufnahmeschwierigkeiten haben durch Krankheit hier und da, aber auch das kommt wieder. Geht weiter und so weiter und so fort. Von daher hoffe ich, dass ihr auch da wieder einschaltet. Und in dem Sinne waren das, glaube ich, alle Infos, die ich euch geben wollte. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye.